Hi, mein Hafis und willkommen zu einem Video von mir. Also heute mal ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr dieses tolle Halfter für die Schleichpferde ganz leicht machen könnt. Also dafür braucht ihr ein Schleichpferd, eine Schere, so eine kleine Kette, drei kleine Metallringe, kleine Bändchen in der Farbe, die ihr eben wollt, oder etwas ähnliches, eine Heißklebepistole. Und jetzt können wir eben anfangen. Ihr müsst das Pferd eben nehmen und dann das Band ausmessen, wie das groß sein soll, also hinter den Ohren legen und es eben abschneiden und das gleiche eben über die Nase auch machen. Steckt die Heißklebepistole ein, dass sie sich genug aufwärmt. Dann nehmt ihr einen Metallring und steckt durch ihn das eine Ende von dem Band, das sie genommen habt, und das klebt eben zu, aber so, dass sich der Ring eben bewegen kann. Wenn ihr keine Heißklebepistole habt, könnt ihr das auch leicht zusammennähen. Das macht ihr auch am anderen Ende, und zwar an einem zweiten Metallring. Und ihr müsst eben aufpassen, dass das eben nicht zu klein oder zu groß sein soll, dass es eben am jeden Pferdekopf gut stehen kann. Auf diese zwei Metallringe, so gleich wie mit dem ersten Band, klebt ihr auch das zweite Band. Als nächstes müsst ihr die kleine Kette nehmen und sie eben durch die kleinen Metallringe durchziehen, und dann nehmt ihr noch den letzten Metallring. Also ihr müsst zuerst den Metallring ein bisschen öffnen. Ich mache das jetzt mit der Schere, und dann führt ihr eben den Ring durch die an Enden von der Kette. Ihr müsst dann den Ring eben wieder zudrücken, und dann habt ihr eben schon das Halfter fertig. Und schon ist euer Halfter fertig, und es ist eben sehr schön, es passt jedem Pferd und ja, ist eben leicht zu machen. Also Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.